Hi und herzlich willkommen zu Dümo TV, einer neuen Folge. Heute hier vom Herbstfest. Wir sind dabei und wollen mit Dümo Caravans richtig durchstarten. Und deswegen zeigt euch heute der Uwe einige Wohnwagenmodelle. Und wir fangen jetzt an mit dem Adria Adora 522 UP. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dümo TV. Heute zeige ich euch einen Adria Adora, den wir hier zurzeit in Hiddigsel ausgestellt haben, bei der Firma Dümo Reisemobile. Wie ihr vielleicht schon wisst, ist die Firma Dümo Caravan zurzeit noch im Bau. Hier werden wir ungefähr im Frühjahr, April, Mai fertig werden. Ja, heute zeige ich euch den Adora 522 UP. Dieses Modell ist mit dem Facelift schon seit letztem Jahr auf dem Markt. Wie ihr sicherlich wisst, wir haben hier diese Voll-GFK-Haut von außen und auf dem Dach, sodass wir hier relativ hagelresistent sind in diesen Bereichen. Es ist sehr reparaturfreundlich und zuletzt lässt es sich auch noch sehr gut sauber halten. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rum in den Caravan. Ich zeige euch mal ein bisschen was. Hier vorne haben wir den Deichselkasten. Hier könnt ihr 2x11 Kilo Gas unterbringen. Ein Reserverad ist hier untergebracht. Ebenso der Abwassertank, der bei jedem Adria-Fahrzeug immer serienmäßig mit dabei ist. Dazu haben wir einen verrottungsresistenten Boden vorne drin aus verzinktem Blech, sodass wir auch hier keine Probleme auf Dauer bekommen können. Hier auf der Seite befindet sich der Einfüllstützen für den Wassertank. Im Heckbereich haben wir eine großzügige Fläche für alles Mögliche, was ihr da unterbringen wollt. Stühle, Tisch, Grill und so weiter. Im Heckbereich haben wir seit dem letzten Modell ja die neuen Rückleuchten mit dem neuen Design. Ich denke, das ist Adria wirklich gut gelungen. Auch das kann man schön sauber halten. Des Weiteren ist hier noch die Toilettenklappe an der Seite untergebracht. Und dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal rein. So, wie ihr seht, in der Adora-Baureihe haben wir ja das große Panoramafenster serienmäßig, was unheimlich viel Licht in den Raum bringt. Zusätzlich kann man das Fenster natürlich verdunkeln mit dieser Jalousie. Auf der anderen Seite haben wir ein Fliegengitter. Das heißt, wenn wir das Fenster öffnen, können auch keine Mücken und sonstiges hineinkommen. Hier haben wir zusätzlich auch noch das schöne ambiente Licht. Auch hier in dem Adora natürlich, wie in jedem anderen Caravan, haben wir auch das Bluetooth-Soundsystem untergebracht. Ja, bei dem 522 UP haben wir eine Rundsitzgruppe, in der man auch mal schön abends sich reinlümmeln kann. Wir haben einen Hubtisch, den können wir absenken und können zusätzlich ein Bett rausbauen. Auf der anderen Seite haben wir den Bettbereich mit dem großzügigen Stauraum, den ich euch gerade schon von draußen gezeigt habe. Hier befindet sich die Nasszelle. Auch hier ist reichlich Platz vorhanden. Wie ihr seht, haben wir auch eine Möglichkeit, hier drin zu duschen. Auch hier haben wir das Klappwaschbecken, was uns viel Platz einspart im Nassbereich und aber trotzdem viel Platz bietet zum Waschen. Auch in dem Adora haben wir natürlich großzügig Schränke. Wir haben hier unten viel Ablagefläche. Wir haben hier einen großen Kleiderschrank. Des Weiteren gibt es hier noch einen großen Schrank, wo ihr Utensilien unterbringen könnt. Genauso natürlich auch ringsrum haben wir Schränke angebracht, in dem genug Stauraum vorhanden ist. Wir haben hier in diesem 522 UP einen großen Kühlschrank drin, fast 140 Liter, mit einem Eisfach separat, sodass auch hier eigentlich genug Raum ist für Sachen zum Kühlen.
Der Adora ist serienmäßig mit einer Truma S-Heizung ausgestattet. Gegen einen Aufpreis von 1.899 Euro können wir für sämtliche Fahrzeuge der Adora-Baureihe auch eine Alderheizung bekommen. Diese ist sehr zu empfehlen, sie ist sehr wintertauglich und wird auch von den Kunden gerne angenommen. Zusätzlich können wir für den Adora eine Fußbodentemperierung ordern. Hier sind wir in einem Aufpreisbereich von moderaten 399 Euro. Ab dem neuen Modelljahr 2022 haben wir bei dem Adora ein komplett neues Display eingebaut. Hier könnt ihr diverse Funktionen abrufen. Wir haben eine Innen- und eine Außentemperaturanzeige. Wir können den Batteriestand abfragen, den Wasserfüllstand können wir abfragen. Wir können die Wasserpumpe separat einstellen und wir können auch diverse Einstellungen noch hier vornehmen. Ja, hier haben wir die dimmbare Ambientebeleuchtung, diverse Lichtschalter. Die Fußbodentemperierung können wir hier einschalten. Das ist der Schalter für Warmwasser. Und hier haben wir zwei USB-Ladedosen. Serienmäßig bei jedem Adora ist auch die Fernsehhalterung sowie eine Fernsehvorbereitung. Ja, kommen wir mal zum Preis dieses Adora 522 UP. Dieser Wagen kostet inklusive Transportkosten, Komfortpaket und Fußbodentemperierung knapp 27.000 Euro und liegt somit ungefähr in unserer Mittelklasse der Adria-Fahrzeuge. Ja, ich hoffe, die Vorführung mit dem Uwe hat euch gefallen und ihr habt jetzt ganz viel Lust, mit einem Adria-Wohnwagen in den Urlaub zu starten. Damit ihr auch alle neuen Infos bekommt und auch den Fortschritt von Dümo Caravans mitbekommt, aktiviert die Glocke und abonniert unseren Kanal, dann werden wir uns bestimmt bald wiedersehen.